Beckenbauer. Und zweimal im Nachschuss Velasquez. Netzer legt sich dort den Ball zurecht, das kennt man noch aus seiner Zeit in Deutschland. Und eine herrliche Parade schon von Sepp Maier. Da ist die Wiederholung. Diese schöne Vorlage, genaue Vorlage von Netzer. Und dann hatte Velasquez geköpft. Oh, jetzt haben sie sich alle gegenseitig getäuscht und 1:0. Das 1:0 für Real Madrid. Erst täuschen sich die beiden Spanier, wie Sie hier in der Wiederholung sehen. Dann ist die deutsche Mannschaft ebenfalls außer Rand und Band gekommen. Die deutschen Angriffsspitzen oft zurückgezogen sind, weil sie dort nach hinten müssen. Jetzt aber eine Maßvorlage von Beckenbauer und das ist Handspiel. Und Rummenigge wäre sowieso gescheitert an Miguel Angel, den spanischen Schlussmann. Handspiel hat der Linienrichter gesehen und damit sage ich Ihnen auch gleich den Schiedsrichter. Es ist Erich Linnemeier aus Linz. Die Spanier haben noch etwas diffusen Licht hier im Bernabéu-Stadion. Aber den kennen Sie alle, Beckenbauer. Beckenbauer will heran, Müller, Beckenbauer lässt den Schuss frei für Rot, jetzt Müller! Um einen Bruchteil, aber wirklich nur um einen Bruchteil zu spät und der Ausgleich wäre da gewesen. Hier haben Sie die Wiederholung. Ein bisschen gewurschtet, dann sieht Beckenbauer, dass Rot kommt. Und jetzt Müller. Er trifft sogar noch. Beckenbauer, nochmal Rot. Müller! Ja, um einen Schritt verkehrt ist er an den Ball gekommen. Er musste noch einen Zwischenschritt machen und deshalb kam er nicht schnell genug mit dem rechten Fuß zum Schuss. Macht natürlich alles kaputt. Netzer. Und Martinez, Maier. Aber es ist auch vorher, wie ich jetzt an der Gestik des Schiedsrichters sehe, abseits gepfiffen worden. Rot. Müller sportet. Jetzt ist er allein. Die Nerven behalten, Gerd. Und Tor. Ja, sie drücken ihn ab. Das können Sie jetzt nicht sehen. Er hat wirklich ganz ruhige Nerven gehabt und im richtigen Augenblick am Torwart vorbeigeschoben. Ein Tor, das vielleicht nicht mit Gold aufzuwiegen ist. Und ich frage mich, wann kommt eigentlich die Wiederholung? Erst haben wir gleich dreimal das spanische Tor. Hier draußen kommt Rot. Eckball. Wieder wird ihn Uli Hoeneß ausführen. Hier haben Sie nochmal Rot. Müller läuft schon in die Gasse, aber er schießt selber. Dürnberger. Müller. Schön in die Gasse und da halten sie ihn fest. Uli Hoeneß wird festgehalten. Da muss doch einer kommen. Und das ist Rummenigge, der den Mann, der vor ihm liegt, anschießt. Und dadurch gibt es Eckball. Hier ist die Wiederholung. Es ist Rot.
Müller? Ja, nicht platziert genug. Aber die Chancen in der zweiten Hälfte liegen ganz eindeutig, wie Sie hier noch einmal wieder in der Wiederholung sehen, fällt über die eigenen Beine. Amancio. Jetzt brennt's aber. Santillana war das, der da daneben geschossen hat. Und der Ball geht wesentlich weiter daneben. Und Tor, na, der war vorbei. Das sah von meiner Kabine so aus, als würde der Ball ins Tor gehen. Hier haben wir die Wiederholung. Kapellmann. Kommt schön an allen vorbei. Nein, das ist keine Ecke. Der Ball ist von Dürrenberger über das Tor geschlagen worden. Ja, er springt, wie man in die Spanier. Drüber weg. Guerini war das, der da geschossen hat. Und auf meiner Uhr ist die letzte Minute. Ich betone das nochmal, wie im Eishockey, der Rhein und Del Bosque. Camacho. Foul. Achtung. Ich glaube, das ist der Schlusspfiff. Ja, Schiedsrichter Linnemeier aus Österreich hat abgepfiffen. Ein kampfbetontes Spiel. Indem die jetzt wird geschlagen. Hier rennt ein Spanier und schlägt den Schiedsrichter nieder. Meier kommt, wird ebenfalls jetzt in die Mangel genommen. Da sind jetzt 5, 6 Polizisten dabei.